Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remaster. In der letzten Folge sind wir vom Tempel von Josie aufgebrochen und ich glaube, wir haben gar nicht mit Schlinder gesprochen. Nein. Oh, Mauszeiger wieder. We can all learn a lesson from what has happened to the Crusaders. Only the truly faithful have a hope of defeating sin. Ja, die Offensive war ja ein totaler Fehlschlag. Oh, da vorne geht es wieder los. Schluss. Alles klar. Erstmal hier den Isegrim. Tschüss. Irgendwann hat, glaube ich, einer Damage bekommen. Jawohl, Luna. Ja, beim Weglaufen hatte ich einmal kurz ein, sag mal schnell. Ja, ich setze hier einen Hinterhalt und da hat Luna ein bisschen Knause bekommen. Aber kein Dämmer. Die Marie, du darfst einmal verteidigen, genau dann wie einmal Walker. My turn. Und Orwin, du darfst natürlich den Kampf dann beenden. Ich glaube, der hat immer noch die Ability-Klinge im Gepäck. Weil Ability-Sphäre war ja wieder ein bisschen dünn. That's how it's done. Oh ja, so wird das gemacht. Yep. Oh, die beiden Freunde kennen wir ja noch. Ist lange her. Hallo in dem Encounter, ist lange her. Ja, das will ich sehen, Walker. Alles klar, tschüss, Bunny Panzer. Du verteidigst bitte. Ich glaube, das nächste Monster, wovon wir was lernen können, das schon dauert erstmal ein bisschen. Bin ich mir jetzt aber nicht allzu sicher. Oh, ich freue mich aber schon auf die nächsten Bossfights. Training, huh? Ja, ein bisschen. Lu, du willst aber bestimmt auch nur kurz hier ein bisschen Schwarzmagie versprühen und den Schneepudding wegmachen. Boah, ich liebe Lulu. Da, 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 da. Alles klar. Jetzt aber zu euch. Look, one of Kimari's friends looks just like him. What? Both follow summoners on all fours. Hornless goatlings. Hornless! Hornless! Oh man. You come to insult Kimari? Wrong. We come to warn little Kimari. Summoners disappear. Never return. Next will be Kimari's summoner. Poor Kimari lost his horn. Next lose his summoner. Pitiful Kimari. Howl alone. Howl alone. Oh man. Das könnt ihr mal richtig fett vergessen. Yuna wird schon nicht entführt. Got something against you? What? They were just picking on you? Kimari would deal with them. And I'll help. Kimari alone. Was? But, it's Kimari's problem. We can't interfere. It's a rule. I'm worried. Let the Ronso deal with Ronso problems, yeah? That's how it's always been. I mean, I'm worried about those summoners disappearing. They aren't just disappearing into thin air. Hey, if we guardians do our job, no problem, right? Oh. Confident. Yeah. Ja, da wird schon nichts passieren. Aber jetzt hier erstmal die Truhe öffnen. Und eine X-Potion. Okay, also Media sind momentan am Verschwinden. Fight, fight, fight. Nicht so schön. Bin auch im Moment ein bisschen verschnummert. Merkt man vielleicht. Wundervolles Phänomen einer Pollenallergie. Ja, okay, Lulu kann dann schon mal hier ein bisschen Feuer, Feuerautomat machen.
klar. Oh, schöner Crit. Ja, Yura, du hast erstmal genug. Nein, nicht und tschüss. Drakonik. Mal schauen, ob wir von dem was lernen können. Und tschüss würde dafür sorgen, dass wir instant abhauen. Und zwar zu 100%, außer aus Bossfights, aber... Naja. Dass er nicht aus dem Bossfights geht, sollte irgendwie klar sein. Tschüss. Oh, jetzt kriegt er aber auf die Straße. Wie viel hast du noch? Können wir das gar nicht sehen. Sorry, Küsschen, ich sag mal tschüss. Oh. Oder nicht? Küsschen-Tanz? Ach du Schande. You know? My turn. Nicht speziell. Weißmagie, einmal bitte Medica, ganz schnell hier drauf. Der kann es noch die halbe Gruppe auseinander tun. Außerdem, ja. Gut gemacht. Du kümmerst dich jetzt erstmal hier um die letzte Biene. Ja, komm, Armin regelt das mal kurz. Du verpasst dir jetzt erstmal selbst ein Medikament, Madame. Was so frei vom Gift ist. Dann kommt Lulu rein, die hat ja noch voller HP, braucht nur Medika. Mit der können wir gar nichts. Komm, wir benutzen jetzt mal eine High Potion. Wir gönnen uns jetzt mal. Super. Das ist schon mal wieder gelegt. Oh, nicht schon wieder. Ah, perfekt, Yuna ist nur blind. Dann können wir mal hier Lulu befreien. Und den Kampf werde ich mal beenden. So, Wulli Wulli Wusch Wusch, du bist jetzt hier Kusch Kusch. Das war noch nicht ganz, aber... Ach, Owen ist blind. Medica. So. Bereinigen wir dich auch mal. Aber jetzt hier, bitte, Feurer, tschüss. Geht doch, Alter, was ein Krampfkampf. Was ein Krampfkampf. Sehr schön. Wie sieht das jetzt hier aus? Items. 22 kann man erstmal lassen. Aber du darfst dein altes Schwert wieder annehmen. Hier, Fata Morgana. Und dann einmal ganz kurz hier mit Yuna jetzt einmal zack, 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 zack. Sehr schön. Und nun hier Heiter weiter. Chance zum Präventivtag. Oh, die kennen wir ja noch. Ja, gut, dass ich gerade alles geheilt habe, ne? Aber naja, das würde uns also auch weiterhelfen, dass Yuna ihre Ekstasen-Typ kriegt. Wie ich es gesagt habe. Ja, das war vorauszusehen. Das ist super, dadurch schon jetzt Free Exhausted Figur. Okay, Tidus. Ja, das war auch vorauszusehen. Kimari. Kannst du von denen irgendwas lernen? Oh, ich muss verdammt aufpassen mit dem Anschuss. Anscheinend nicht. Ein Blitz kriegt da irgendjemand ab. Okay, das fehlt nur noch. Walker, ein Wasser, das dürfte nicht sein. Ja, die haben eine verdammt hohe Zauberabwehr, aber die halten noch nichts aus von dem APR. Ja, kannst ein bisschen mehr Damage machen. 500 Sphäroiden. Was wollte ich jetzt mal gemacht haben? Ah ja. Hier, Yuna. Ekstase. Da wählen wir mal für dich Barmherzigkeit. Die füllt sich jetzt nämlich bei der Heilung eines Mitstreiters. Und das zählt auch zu, hier, beten. Hier haben wir dann noch einmal
Oh, 3 Level 1 Ferropässe. Ups. Oh, da hat's ein bisschen gehakelt. Oh, Ludo erlernt Exotic Zorn. Vielleicht schauen wir das mal rein. Ja, versuch was wert. Ach, weißt du was hier? Torfischissen. Das war mir jetzt wert. Einmal Tidos. Zack. Oren. Zack. Nu, ein bisschen Feuer in der Arsch. Geht immer gut. Dann einmal kurz Yuna. Problem ist beim Beten, wenn niemand Schaden hat, dann, oder wie gesagt, bei Barmherzigkeit, das füllt sich halt je nachdem, wie viel Schaden einer hat. Das sehen wir da gleich ganz gut, wenn wir jetzt Vita raushauen. Halt mal bei Beten ist es immer so ein bisschen, aber. Naja. Man beachte jetzt einmal wundervoll die Ekstase-Leiste von Yuna. Da ist schon Yuna beigekommen. Top. Da schreit auch gleich wieder nach einem Salto-Hieb. Ich finde das aber krass, wie spät ich jetzt erst die nächste Ekstase hier kriege. Bei meinem letzten Run, ja, letzten Run kannst du sagen. Hatte hier Tidus schon die nächste Ekstase beim letzten Fight gegen die Sinnschuppe. Aber naja, Salto-Hieb, alles kein Thema. Ja. Keine Gnade. Und? Jawohl, Tidus hat Gemetzel erlernt. Ja, neue Ekstase, ich freue mich. Wie sieht das aus? Das wird nicht... Ach komm, drauf geschissen. Gewesen, ein bisschen Ekstase. Oh, heute ist ein guter Tag zum Aufnehmen. Ja, okay. Der ist jetzt jeden Moment tot. Alles kein Thema. Und... Wow. Lol, nur keine MP mehr. Angriff? Los, Mokri? Darauf habe ich gar nicht geachtet, dass sie keine MP mehr hat. Bei dem Dotidos. Okay, dann heißt das... Jetzt... Obwohl... Das sollte eigentlich jetzt klappen. Ja, das schaffen wir locker. Oder auch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt schon Ende, aber ich habe es gesehen, wo wir rauskommen. Kein Elixier, hier ein Äther für Ludo. Das sollte reichen. Ich möchte jetzt hier einmal ganz kurz alle einmal dran lassen, zum Verteidigen aber nur. Weil ich einmal die Ekstasen von den Bestien wieder aufladen möchte, beziehungsweise müsste eigentlich nur Ifrit sein, wenn ich mich nicht täusche. Weil, vielleicht hat man es schon gesehen, da vorne ist gleich wieder ein kleiner Kampf der Bestia. Verfahrens hat Ifrit nicht, Xion zur Hälfte, wir machen Ifrit einmal voll. Sollte kein Thema sein. Einmal Hardcore. Eis. Ja, super. Harte Tour, dann sollte es schon gewesen sein. Ja. Und einmal zurückrufen. Passt schon. Xion müssen wir nicht voll machen. Kann man sich, glaube ich, schon denken, wieso.
Okay, jetzt will ich aber mal hier Aaron. As you wish. Ach, verdammt, jetzt habe ich vergessen, die neue Ekstase-Technik von Lou auszuwählen. Können wir mal gerade machen. Ist ja schnell erledigt. Gut. Dann schauen wir mal nach, was das für ein Ekstase-Typ ist. Das war Zorn. Fühlt sich für Mitschreiter Schaden erleiden. Können wir mal auswählen. Weil Lou ist ja das Problem, die ist ja eine Dodge-Meisterin vom Herrn. Oh, das war jetzt so etwas unklar. A lot of fiends here, y'all. Don't talk like that. Rede nicht so ungehobelt. Gut, der Panzer ist dann schon einmal erledigt. Das mag ich aber einfach bei Final Fantasy X. Einfach diese Interaktion im Kampf. Einfach diese kleinen Gespräche, das finde ich richtig cool. Kimari. Verteidigt. Waka. Verteidigt. Und Tidos. Haut auf die Schnauze. Told ya! Hallo, Belgmine. We meet again. Ja. I heard you took part in Operation Mihin. Ja, leider. You've seen that Machina aren't the answer. In the end, only summoners can hope to defeat Sin. You are right. I must train harder. I can help with that, if you like. I propose a contest of aeons. A friendly contest, of course. Ja, okay, warum nicht? I'm ready. That's the spirit. But before we begin... Ja, danke. I have healed your aeons. Well, shall we? Ja, lass uns beginnen. Und davon seht ihr, warum wir Ixion nicht aufladen mussten, weil sie Ixion ruft. Was auch irgendwie schon noch klar war, irgendwie. Call whichever Aeon you want. Ja, ich nehme Ifrit. Ich würde eigentlich schon lieber die nächste Bestie nehmen, die ist. Aber naja. Mal Meteorit. 575 Damage. Eierhochpumpen, okay. Don't hold anything back. Show me what you've learned. Was macht denn 500? Okay, ist also Jacke wie Hose. Komm, dann machen wir mal Feuer auf Ifrit. Der heilt sich dadurch. Hätten wir das nicht gemacht, dann wäre es schon jetzt gewesen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt mal eine Chance auf eine Heilung und dann sollte es schon uns besser gehen. Top. Alles klar. Da sieht der Ifrit mal schon mittlerweile ein bisschen mehr Damage. Ich glaube, so kurz vor der Ekstase von Ixion werde ich einmal meine Ekstase nutzen. Okay, jetzt ist er auf jeden Fall zweimal dran, aber weißt du, was ich jetzt einfach mache? Sanfte Tour. Sollte dann kaum Damage machen. Ja. Ist besser als ich vorher, dann heile ich mich jetzt und... Das ist doch eigentlich taktisch klüger gewesen. Also hätte mir vielleicht 400 Damage zusammen gemacht und ich habe mich schon viel zu 400 geheilt. Oder ich viel mache nochmal Aerofunken. Siehst du?
Ich würde mich noch gerne einmal heilen wollen. Aerotanken. Gut, ein Feuer auf uns und danach haben wir die Ekstase raus. Alles klar, Inferno. Bitte lass es reichen. Zack. Bitte, bitte. Wir haben ein Problem. Wir haben ein richtig dickes Problem. Bemerkenswert ist, dass Ixion den Zauber Hast angewendet hat. Ein Zauber, den Judas Ixion nicht beherrscht. Wie war das möglich? Durch den Befehl Lernen im Menü kann sich Bestia Abilities aneignen. Beispielsweise kann Falfare sich selbst heilen, wenn er wiederknärt hat. Ja, das war's jetzt für Sinn am Sack. Da seht ihr mal die Ekstase von Ixion. Also ich finde hier, dieser Kampf ist jetzt der schwierigste. Die späteren Kämpfe gegen Belchmine sind eigentlich sogar easy. Konnten wir so eine zweite Bestia hoch? Ich weiß es gar nicht. Ja, Falfares. Sollen wir jetzt dann direkt den Solaris-Kampf rausrotzen? Schauen wir mal die... Ja, komm, das bringt nichts. Wenn man jetzt nicht drauf geht, haben wir eben Pech gehabt. Jetzt komm schon. Jawohl! Easy going. Never underestimate the power of a Solaris-Strahl. Stop. That is enough. Ja, haben dich easy zerrippt. Kein Ding. Ja, wieder keine AP, kein Gil, nix. You're good. You bested me fairly. Here, your prize. Go on, take it. Ja, weil wir gewonnen haben, kriegen wir 2 Drachenschuppen und eine Mediumseele. Nun, da sie jetzt im Besitz der Mediumseele sind, können sie durch Anwendung von Items der Bestia Abilities beibringen. Wenn sie erlernen und anschließend die Bestia, der sie Abilities beibringen möchten. Es erscheint nun eine Liste von Abilities, die die gewählte Bestia erlernen kann. Dabei wird rechts oben das Item angezeigt, das zum Erlernen benötigt wird. Links wird die Anzahl der Items, die sie derzeit besitzen. Rechts die Anzahl der Items, die nach dem Erlernen übrig bleiben. Wenn die Bestia die gewählte Ability bereits beherrscht oder nicht genügend Items verfügbar sind, wird diese Ability in Grau angezeigt. Leider zu wenig Items, sie können demnach nicht erlernt werden. Wenn sie die gewünschte Ability gewählt haben, ja, werden sie gefragt, ob sie sich ganz sicher sind. Mit ja, erlernt die Bestia die Ability, Verfahren sind vorher erlernt, die Bestia können die gleichen Abilities erlernen wie ihre Charaktere. Doch manche Abilities können von den Bestien nicht erlernt werden. So viel zum Vorgang erlernen. I look forward to meeting you again. Till next time, Yuna. Ja. Und damit würde ich auch sagen, nicht nur see you next time, Yuna. See you next time, Community. Bis dahin, tschüss.